Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von This War of Mine. Wenn wir nicht zu viel Pech haben, auch hoffentlich nicht die letzte Folge. Die letzte Folge ging nicht besonders gut aus. Wir hatten extrem viel Pech, wurden mehrfach geplündert, hatten dann keine Versorgungsgüter mehr. Um zwei, nämlich Marin und Katja, zu versorgen. Die waren beide krank und verletzt und das ging auch nicht unbedingt viel glücklicher aus. Haben dann aber zum Glück Zuwachs bekommen, nämlich Pavel, einen guten Läufer, der kann auch viel packen und der ist jetzt gleich zum Plündern geschickt worden. Mal gucken, wie es ausgeht. Wir sind anscheinend wieder ausgeplündert worden und befinden uns heute an Tag 9. Ja, wir geben Pavel kurz was zu essen und lassen ihn dann schlafen. Arika ist hungrig, traurig und leicht verletzt. Kalt ist es auch noch. Wir stellen also fest, es wird unbedingt nicht unbedingt schöner werden im Laufe des Tages. So, wir kochen nochmal eine Portion. Essen. Pavel hat in der letzten Nacht vor allem. Pavel hat in der letzten Nacht vor allem Lebensmittel mitgebracht. Nun habe ich leider gerade den Fehler gemacht, zwei von unseren letzten drei Holzblöcken zu Brennholz zu verarbeiten. Die brauche ich leider für die Heizung und kann sie nicht fürs Essen verbrauchen. Deswegen muss Arika jetzt leider Gottes das rohe Essen nehmen. Unsere beiden Nahrungsmittelnachschübe laufen noch. Habt ihr ja schon gemerkt, das kann manchmal auch gerne länger als 24 Stunden dauern, ehe da irgendwas bei rauskommt. Also Pavel nur noch müde. Bei Arika müssen wir jetzt noch ein bisschen auf sie achten. Gerade das mit dem traurig, wir können mal gucken. Wir müssen mehr Vorräte finden, wenn wir nicht wie Katja enden möchten. Ja, das hängt eben noch ein bisschen hinterher, Marin ebenfalls. Marin hätte gerettet werden können, aber es mangelte uns wirklich an Vorräten. Wir müssen etwas dagegen tun, ja, das stimmt wohl. Unser Problem ist im Moment, glaube ich, gar nicht mal unbedingt genau. Wasser haben wir nämlich genug. Medikamente auch, aber es mangelte da eben an Bandagen vor allem. Die fehlten uns einfach leider vollkommen. Mal gucken, was so die Bilanz im Moment ist. Zum Glück ist unser Unterschlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Wir haben einen Stuhl und einen Sessel. Ja. Mal gucken, was wir hier noch so sehen müssen. Wir konsumieren 3 Zigaretten pro Tag. Das halten wir noch einen Tag durch. Mal gucken, ob sie traurig vielleicht mehr Zigaretten raucht. Ein gutes Buch können sie gebrauchen. Da haben wir keine mehr von. Die sind schon alle auf dem Scheiterhaufen gelandet. Einige Leuchten in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Ja. Also wir können hier noch mehr Löcher verdichten. Das da zum Beispiel. Das da. Also zweimal könnten wir jetzt immer noch diese Bretter bauen. Irgendwie läuft hier doch. Nee. Zweimal können wir noch diese Bretter bauen. Und wenn wir unsere Werkstatt nochmal ausbauen. Kann ich leider gerade nicht gucken, was wir dafür brauchen. Dann können wir die Tür nochmal verstärken. Und dann passiert hier eigentlich auch nichts mehr drin. Also natürlich schon, aber hier kommt keiner mehr rein, der nicht rein soll. Wir kriegen übrigens unsere Temperaturen nicht ordentlich hin. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Tag überhaupt noch was anfangen kann. Ja, ich kann noch ein paar Werkzeuge bauen. Dietrich zum Beispiel. Eigentlich müsste ich auch die Werkbank mal. Ich hab noch gar keine Werkbank. Oder steht die nur woanders? Hallo? Nee, hab ich gar nicht. Ja, dann kann ich auch keine Werkzeuge bauen. Dann kann ich den Tag eigentlich auch schon gleich beenden. Zack. Okay, also, es ist zu kalt. Wir müssen hier unbedingt mal irgendwo an. An mehr Brennholz kommen. Gut, hier in der Kirche gibt es
gar nichts in der Hinsicht. In der zerstörten Villa gibt es noch ein bisschen was. Im verlassenen Haus auch. In einem der beiden Orte war doch eine. War doch. In einem der beiden Orte gab es doch. Da gab es doch. Gab's da nicht? Ich meine, da gab's. Ich meine, in einem der beiden Orte gab es irgendwas, wo es abgeschlossen war. Ich nehme deswegen mal die. Die Triche mit. Da die uns nicht ernähren, können wir sie im Notfall auch wegschmeißen. Also, wir haben so viele Bauteile, die wir im Notfall benutzen. Ach, das war. Nee. Komm. Die Dietrich ernähren uns nicht. Also, wenn wir jetzt auf einmal ganz viel Brennholz finden würden, mehr oder weniger, dann können wir die Dietrich ja auch im Notfall einfach wegwerfen. War hier nicht. Genau, hier war doch so ein Häufchen, so ein Schutthaufen. Und dahinter war noch eine Kiste. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich spüre, hier könnte noch was sein. Aber wir finden auch Brennholz. Ah, das ist schon mal ganz gut. Kühlschrank gucken. Zuckerwürfel, Brennholz. Top. Munition brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich auch die Elektrobauteile noch nicht. Okay, also erstmal, hier oben war hier auch noch abgeschlossen. Da war ein Gitter. Nee, sauber. Ja, wieso das nicht schon viel früher? So. Drei nicht ausgeräumte Plätze. Bücher, Waffenteile. Okay. Schauen wir jetzt mal weiter. Den Dünger können wir sehr gut gebrauchen. Medikamente haben wir gerade immens genug. Die werden höchstens zum Handeln nochmal gut. Und Feuerholz. Ich meine, von den Werkzeugkisten habe ich eigentlich auch genug, finde ich. So, also nochmal runter und die ein bisschen arbeiten lassen. Ja, deswegen lohnt es sich, wie gesagt, ein Buch zu führen. Hab's mir eigentlich auch wieder vorgenommen, aber hab's dann doch nicht getan. Sprich, einmal aufschreiben, in der Werkstatt nachgucken, so was wollte ich eigentlich nochmal bauen, was brauche ich dafür, was habe ich, und nur grob aufschreiben, was in den einzelnen Orten entweder noch an Materialien über ist, in großen Mengen, und vor allem aber auch, an welchen Orten ihr eventuell noch in gewisse Räume nicht rein könnt und welche Werkzeuge man dazu bräuchte. Also meistens Dietriche oder Sägeblätter. Es gibt noch eine Schule, die ist bombardiert worden, da sind immens viele Schutthaufen. Für die lohnt es sich zum Beispiel auch eine Schaufel mitzunehmen, weil man uns einfach zeitlich nicht schnell genug durch die Räume durchkommt. Aber hier mit einem Schutthaufen in so einem Örtchen ist das alles in Ordnung. Ja, also vielleicht nehmen wir sogar noch die Kisten weg. Sachen, die uns aber im Moment nicht besonders viel bringen. Ich glaube, die Zigaretten bringen zum Beispiel nicht so viel wie der Diamant. Und der Diamant bringt mir gerade nicht so viel wie der Dünger hier oben. Aber es bleibt ein Ort, den wir gerne nochmal wieder besuchen können. Wir finden immer noch so ca. 6 bis 8 Holz, glaube ich, hier. Bauteile anderer Art, viel Zucker. Handelsgüter, Medikamente vor allem. Von denen haben wir im Moment relativ viele.
Also, mal gucken, ob sie uns wieder geplündert haben. Nein, fantastisch. Arika ist nicht mehr traurig, aber immer noch hungrig. So, Arika werden wir was bauen müssen. Wir müssen eine Werkbank bauen. Ich will das irgendwie so ein bisschen zentraler hier aufstellen. Da. Und die Falle ist gerade vollgefüllt. Die sammeln wir jetzt ein, können sie dann nochmal befüllen mit dem neuen Düngemittel, das wir bekommen haben. Dann kann Pavel uns ein bisschen Eschen kochen. Gut, dann haben wir fürs beim Essen nämlich jetzt auch wieder für gut 2 Tage genug, glaube ich. Mal gucken. Noch 11 Bretter. Ja, ich brauche Feuerholz, aber ich brauche eben auch den Rest. Das wäre gut gewesen. 2x Brennholz für 1 extra Nahrung. Nee. Die essen heute roh. So, wir könnten noch die Triche bauen. Ich will mal gucken. Ah, ich kann sie nicht upgraden. Das braucht immens viele Bauteile. Können wir uns wahrscheinlich auch im Moment erstmal von verabschieden, von dem Gedanken. Weil Brennholz schwer zu finden sein wird. Ja, auch nicht genug für den fürs Upgrade der Werkstätten auf Level 3. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Brennholz bauen. 6 für die... Ah, warte mal. Zehn. Nee. Die Kälte ist eine Gefahr, die wir auf jeden Fall im Moment haben. Deswegen will ich mich, glaube ich, lieber erstmal gegen die Kälte wappnen. Bei der Plünderung gibt es immer noch gewisse Chancen, dass wir an denen, dass die an uns vorbeiziehen. Oh, und wir kriegen Besuch vom Händler. Was sind noch? Nein, oh, Schande. Habe ich jetzt gar keins gebaut? Doch. Abbruch. Zurück. Wenn wir Glück haben. Ja, der Schnee ist weg. Wir brauchen also wahrscheinlich gar nicht mehr so viel heizen. Ich heize jetzt mal nur mit 3 Feuerholz nach. Sehr gerne machen wir Geschäfte. So, die Medikamente, die wir jetzt in so hohen Anzahlen haben, die könnten sich jetzt richtig gut für uns lohnen. Auch, ah, er hat sogar Holz mit. Er hat vor allem aber auch Gemüse mit. So. Die waren ihm letztens doch irgendwie viel wert. Mehr oder weniger. Das ganze Munitionsdinger können wir loswerden. Die brauchen wir nämlich gar nicht. Waffenteile brauchen wir noch auch nicht. Also. Ich will noch viel Feuerholz haben. Angenommen, ich gebe ihm davon 1 drauf. 2. Wow. Okay. Ich gebe davon 1 drauf. 1 davon. Ja, also das Feuerholz ist anscheinend immer noch relativ viel wert. Das heißt, wir farmen uns das lieber weiterhin über den Loot zusammen. Und gucken, was wir dann so noch bekommen können. Mal sehen, was wir mit dem Werkzeug... Das reicht nicht. Ist das Essen vielleicht so viel wert? Mal gucken, was wir an... Nee. Also, okay. Das Brennholz ist schon mal viel wert. Oder mein Kram ist einfach absolut gar nichts wert. Oh. Dafür ist er doch beeindruckt.
Wenn man mit Tabak handeln können, vergeht auch noch extrem viel Zeit. Bis dahin sind wir vielleicht schon erfroren. Jetzt können wir ein bisschen Tabak wegnehmen. Gut. Handeln wir erstmal das aus. Handeln wir nochmal. Also ich will jetzt ein bisschen Kram gerne auf Halde haben, deswegen gucke ich mal, was ich hier noch so bekommen kann. Lebensmittel, wie das sind wir gerade gut versorgt mit. Das Gemüse würde ich halt echt gern haben. Den Alkohol brauchen wir noch nicht. Okay. Ja, dann nehmen wir das nochmal aus. Sehr gut, dann kann er wieder gehen. Vielen Dank. Und tschüss. So, nochmal ein Brennholz nachwerfen. Achso, sie ist ja noch hungrig. Mit dem Upgrade der Werkstatt könnten wir übrigens zum Beispiel auch einen Thermostat bauen. Diesen Thermostat können wir gebrauchen, um die Heizung abzugraden. Wobei ich nach dem Wetter zu schließen jetzt sagen würde, die schlimme Zeit ist da vorbei. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar irgendwann den einen Ofen abbauen. Aber mit diesen ganzen Elektrobauteilen, die man findet, kann man dann zum Beispiel ein Thermostat bauen. Das findet man sonst auch als Einzelteil, glaube ich, oder zumindest irgendwie ein Thermometer, oder ich weiß nicht ganz genau, aber irgendwie kann man da auch mit Einzelteilen arbeiten. So, jetzt ist sie noch immer unglücklich. Lassen wir sie noch mal ein, zwei Dietriche herstellen. Vielleicht lenkt sie das ja ab. Kommt noch jemand? Nee. Ja, danach bauen wir noch ein bisschen Feuerholz. Heizen dann noch mal unten den Ofen ein bisschen wieder an. Aber das ist schon wieder wach. Kann er das auch machen? Zehn. Also so wie wir mit ausgeraubt wurden, finde ich das, glaube ich, gar nicht ganz schlecht. Vielleicht gönne ich mir da gerade sehr viel Luxus. Das bin ich mir jetzt selber noch nicht so ganz sicher. Aber andersrum gesehen, wir haben gerade auch nicht viele Chancen, das Spiel hier noch gut zu überstehen. Wenn ich die Werkstatt eben ausbaue, kann ich auch andere Sachen mit abbauen. Ich könnte zum Beispiel eines der Betten wieder loswerden. Ich brauche mit zwei Leuten definitiv keine zwei Betten. Den Sessel kann ich auch wieder loswerden. Ich weiß nicht, ob sie gerne im Sessel sitzen mag. Ich setze sie gleich mal rein. So, Loch 2 ist auch abgedichtet. Und wir steigern hier nochmal die Temperatur ein bisschen. Man kann sich hier gemütlich hinsetzen und hoffen, dass es alles besser wird. Tag beenden. Und jawohl, alle Räume sind jetzt frei. Das heißt, wir können zu allen Orten, die wir noch nicht besuchen konnten bisher. Wir brauchen im Moment vor allem Baustoffe. Und wir brauchen im Moment vor allem Lebensmittel immer noch. Also das sind immer noch die Grundprobleme, die ja leider auch durch diese ganzen Bauarbeiten, die wir immer leisten, nicht weniger werden. Ganz im Gegenteil, je weiter wir kommen, desto höherwertige Bauteile müssen wir halt irgendwie verbauen. So, im Stadtkrankenhaus könnten wir Medikamente sehr gut handeln. Das will ich aber ehrlich gesagt im Moment gar nicht unbedingt. Es gibt hier anscheinend auch Lebensmittel. Im kleinen Wohnhaus soll es aber angeblich eine große Menge Waffen geben. Wir können versuchen, sie entweder zu stehlen oder sie uns mit Gewalt nehmen. Die Träger könnten nützlich sein. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Sie sind immer noch da und halten Plünderer irgendwie fern.
Okay, will ich aber ehrlich gesagt mich nicht so sehr darauf einlassen. Das ist ja im Reisebüro. Dieses kleine und doch luxuriöse Hotel war früher im Besitz des Reisebüros von Pogoren. Es gab anscheinend nur ein Reisebüro in Pogoren. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nützliches für uns. Okay, er hat viele Lebensmittel, sogar ein bisschen Waffen. Uns fehlt es im Moment aber an ziemlichen, an guten Handelswaren. Große Menge Materialien. Wir gehen zur Schule hin. Jetzt habe ich natürlich keine... Jetzt habe ich natürlich keine Schaufel gebaut, glaube ich. Aber ich gebe ihm mal einen Dietrich mit für den Fall der Fälle. Ich habe gehört, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? Ja. Gute Frage. Gucken, ob wir da was zu sehen bekommen. Vielleicht keine gute Idee, hier schon irgendwie reinzustürmen. Wir haben schon irgendwen gehört. Aber keinen gesehen. Da sind es wahrscheinlich nur Ratten. Hat sich schon mal nicht gelohnt. Von der anderen Seite verbarrikadiert. Noch eine Ratte. So, und hier sind schon mal zwei von den legendären Häufchen. Der Duty Man war hier. Ich versuche die jetzt mal zu umgehen. Ja. Und lande direkt am nächsten Haufen. Gut, da kann ich auch nicht drum herum. Ich kann allerdings hier nachher von der anderen Seite aufs Dach nochmal rauf. Da kann ich dann den Haufen zumindest umgehen. So, während er schaufelt, können wir mal kurz schauen gehen. Das ist ein relativ langgezogener Komplex. Hier hinten ist eine ziemlich große Untergrundanlage. Und auch wenn es hier gerade ein bisschen ausgegraut ist, vielleicht kann man erkennen, dass hier zwei Betten sind mit einer Lagerstätte. Also wenn wir Glück oder Pech haben, wohnt da noch irgendwer. Kühlschrank wäre vielleicht noch eine gute Sache, wenn wir finden können. Natürlich hier Blättergeräusche. Hier ist ein Kühlschrank. Okay, also werden wir wahrscheinlich gleich erstmal so ein bisschen an den meisten Sachen vorbeirennen und uns dorthin vorarbeiten. Hier sehen wir jetzt schon mal, dass die Tür verbarrikadiert ist. Das kostet vielleicht also auch noch ein bisschen Zeit. Ist aber zeitlich immer besser als den Schutt wegräumen. Findet man ja auch mal im Schutthaufen eine Schaufel, wäre auch ganz nett. Hier allerdings nicht. So, aufreißen. Ich gucke jetzt nicht durch die Tür durch. Ich habe keine Töne gehört. Und spätestens, wenn ich hier dran rumreiße, wäre hier irgendwer aktiv geworden eigentlich. Der Weg zurück ist nachher auch ziemlich lang. Kann ich hier, nee, da kann ich nämlich nicht weg. Na, darauf achten. Weil wir ja tatsächlich auch wieder hier hoch müssen, um zurückzukommen. Halbe Zeit ist auch schon rum. Und immer dran denken, dass wir jetzt andere Prioritäten haben. Wir haben nämlich den Winter ja soweit anscheinend erstmal gut hinter uns gelassen. Und da kommen wir nicht runter. Wir haben den Winter soweit hinter uns gelassen und brauchen deswegen das Holz nicht mehr als Brennholz, sondern können damit wirklich bauen. Aber brauchten ja wie gesagt 30 insgesamt für eine der beiden Baustufen. So, das ist der Gang, wo wir durch wollten vorhin. Hier ist noch irgendwas. Ja, viele Baumaterialien, sehr viele Baumaterialien sogar. Gitter waren. Wer baut denn Gitter in eine Schule ein?
Elektrokram. Kommen wir runter? Ah. So, jetzt kommen hier lauter Leute. Aber die bewegen sich ja nicht. Sie haben mir mein Essen genommen. Huch, hallo. Ich werde bald sterben. Kann er mit uns reden? Nö, keine. Ist noch einer? Lass dich nicht stören. Ha. Kühlschrank. Ja, anscheinend gehört das ja auch keinem, obwohl die hier alle sitzen. Da will ich natürlich nicht zwischenfunken, aber solange ja dieses Klau-Symbol nicht erscheint, nehme ich mir, was ich kriegen kann. Ah, ich hätte mir mehr von den Hölzern noch kaufen sollen, glaube ich. So, dort gibt es was, was wir nicht mitnehmen dürfen. Eine Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Ob es mir passt. Oh, da oben ist eine Tür, die verschlossen ist. Hm. Und wir müssen Gas geben. Aber das Versteck da unten würde ich jetzt schon gleich ganz gerne nochmal sehen. Rein hier. Ja. Wundervoll. Nee, das wollen wir nicht mitnehmen. Ein Dietrich kostet, glaube ich, eine von den Zahnrädern und drei von diesen Baukisten. Oh, sauber. Da. Oh, den Turbo gleich anschauen hier. Oh, Lebensmittel. Ja, lieber zwei Lebensmittel als zwei Holz. Schnaps kriege ich nicht mit. Schule merken, gerne nochmal hingehen. Also zum Plündern. Nicht. Aus anderen Gründen. Pavel, lauf schneller. Uha. Kann ich ihm jetzt nicht sagen, renn zum Ausgang? Findet er den Weg? Ich weiß nicht, wie das Pathfinding hier ist. Ah, läuft. So, 40 Minuten. Ist eigentlich auch lustig, dass die Schule so groß ist, dass er 40 Minuten brauchen könnte, um durchzulaufen. Aber hey, ist eben so. Gut. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die kalten Tage sind vorbei. Halleluja. Okay. Wir wurden ausgeplündert, wir sind in der Nacht gekommen, unsere Sachen weiter mitzunehmen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Sehr gut. So, Arika ist nicht unbedingt happy lucky. Wir müssen nicht mehr heizen, wir brauchen kein Baumaterial mehr dafür einsetzen. So, aber wir haben nicht genügend Kisten. Schande, hätte ich echt mehr von denen noch haben müssen. Wieder die mahnenden Worte. Schreib sie doch mal auf. Okay, aber vielleicht können wir die Werkzeugschlosserkiste ausbauen. Wie heißt das Ding noch? Metallwerkstatt. Nö, können wir auch nicht. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu tun, nämlich die letzte, das letzte Loch zu schließen. Ja, lohnt sich auch vom Preis her. Pavel kann erstmal schlafen gehen. Und Arika ist auch hungrig und müde. Aber das will ich ganz gerne noch geschlossen haben. Ja, finde ich ganz gut. Wird das Spiel jetzt zum Ende hin leichter in dem Fall? Also, es, wie gesagt, es muss nicht jedes Mal die Geschichte mit einem Schneesturm beginnen und 10 Tagen oder 9 Tagen Schnee.
vor allem sollte nicht damit beginnen, dass man gleich in der ersten oder zweiten Nacht irgendwo angegriffen und getötet wird, fast getötet wird. Das war halt mehr so, nennen wir es, unglücklichen Zufall. Mal zur Schule hin, glaube ich. Und dann merken wir uns, ich brauche vor allem von diesen Baukisten was. Und zwar, um genau zu sein, 12, also 3 Slots nur. Dann brauche ich aber irgendwie 15 bis 18 Holz, und auch nochmal 6 Slots. Ja. Oh, oh. Ich hoffe, es ist ein Händler. Ich kann nämlich, glaube ich, keinen Moment rauslassen aus meiner Truppe. Ein Moment. Könnte auch sein, dass das jetzt Arik aber vielleicht hilft, ihm zu helfen. Hallo? Können Sie mir dabei helfen, die Fenster mit Brettern zu vernageln? Ich wohne nicht weit von hier. Meine Tochter, ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leer räumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen, sie könnten allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück, wir sind ganz alleine, bitte helfen Sie uns. Jo, da helfe ich. Ich werde jetzt vor heute Nacht keine Wache halten, aber egal. Für die Biografie könnte das auch schon helfen. Unsere Nachbarin hatte recht, uns um unsere Hilfe zu bitten. Wir werden ihr dabei helfen, ihr Haus sicherer zu machen. So, also was könnte passieren, wenn ich heute Nacht geplündert werde? Falls Arika nicht da ist. Im Prinzip können sie Sachen wegnehmen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch was im Haus kaputt machen können. Aber wir können jetzt den Tag nicht beenden. Mal kurz nachschauen. Wir brauchen mindestens 12 Baumaterialien und mindestens 12 Hölzer. Läuft. Tag beenden. Und wir haben 2 neue Orte gefunden, nämlich ein Bordell mit 4 Material. Bordell, wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte, wird hier fündig. Mütter tun wirklich alles für ihre Kinder. Einige behaupten allerdings, dass die Frauen gegen ihren Willen hier festgehalten werden. Es ist ein großes, gut bewachtes Gebäude. Sie haben viele Sachen und handeln nur allzu gerne. Okay, hier ist noch ein Lagerhaus, aber ganz ehrlich, würde nicht irgendwie jeder auf die Idee kommen, in einem Lagerhaus nach Sachen zu gucken? Steht auch Gefahr. Eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Gut, also was wir brauchen ist... Doppelhaus. Was wir brauchen ist im Moment Baumaterial und wie gesagt, das fanden wir in der Schule. Die Säge kann ich leider nicht bauen. Aber hier gibt es noch so viel, die sagen 30% haben mitgenommen. Zum Aufschließen, glaube ich, war nichts mehr. Aber da mein Dietrich im Moment nicht viel wert ist, ich kann auch genügend Zahnräder mitnehmen, um den wieder wirtschaftlich rauszuholen. Also selbst wenn ich... Ja, den Slot dann irgendwie mit anderen Sachen vollpacke, lohnt sich definitiv. So, halt, geht aber nach oben. Oben waren wir nämlich noch gar nicht. Aha. Jetzt bitte eine AK. Fast. Was hat mir gesagt? 3 Slots an Baumaterialien und 6 Slots an Holz. Heißt, wir sollten eigentlich nachher noch ein paar Slots für irgendwelche von den Werten offen haben. Sei es nun Lebensmittel, Medikamente oder Alkohol. Oder ich gehe jetzt wieder. Aber hier waren noch 2 Räume, in denen wir noch nicht drinnen waren. Vielleicht brauchen wir da noch einen Titel. Zack! Zack. Nee.
Ah. Oh, was ist das? Ein Aquarium? Nee. Sieht aus wie so eine hydroponische Anlage. Wird wenn der Kräuter gezüchtet. Ist ein bisschen ärgerlich, weil das anscheinend irgendwem gehört. Jetzt hat er wahrscheinlich auch keine Gitterstäbe dort angebracht. Gut, gucken wir mal, ob wir noch... welche Wertgegenstände hier noch drinne waren. Schnaps. Wir haben im Moment ja keine Kräuter mehr. Dann brauchen wir den Schnaps eigentlich auch nicht. Wasser. Zum Kochen. Gar keine so ganz schlechte Idee. Also die bitten ja hier zum Beispiel um Kaffee. Ja, da kann ich den jetzt hier nicht irgendwie was anbieten. Achso, vielleicht weil ich keinen habe. Also in Baumaterialien gibt es hier echt en masse. Nö, gut, dann können wir wieder raus. Geht lieber durch die öffnen Tür. Okay. Wie ihr meint. Ja. Kein Lebensmittel mitbekommen. Die beiden sind aber noch satt. Also die kommen jetzt hungrig am nächsten Tag zwar rein. Selbst wenn wir nichts an Nahrungsmitteln hätten, würde das nicht so schlimm sein. Aber wir haben mindestens eine der beiden, Kleintierfallen auf jeden Fall so weit, dass wir da wieder was rausbekommen sollten, denke ich. Arika ist wieder da. Das könnte jetzt gut oder schlecht sein. Und wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen und unsere Sachen gestohlen. Okay, sie haben Lebensmittel und Wasser mitgenommen, aber wir haben andere Sachen mitbekommen. Pavel war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Arika half unserer Nachbarin dabei, ihr Haus mit Brettern zuzunageln und ist wohlbehalten zurück. Gut, jetzt haben wir nicht genügend zu essen für beide. Aber das macht, glaube ich, im Laufe des Tages nicht ganz so viel. Ich baue jetzt erst einmal die Werkstatt aus, weil ich lieber schnellstmöglich an die Sägeblätter herankommen möchte, als an die Bauteile, die ich mit der in dieser Möbelwerkstatt bauen könnte. Also wie gesagt, die Tür, die ich da noch einbauen könnte, schön und gut. Aber das ist jetzt irgendwie nicht Priorität für mich. So, die Falle ist wieder besetzt, die ist auch voll. Schauen wir mal kurz, was wir jetzt bauen können. Genau, Sägeblätter. Dazu. Ah, brauchen wir Waffenteile. Oh nein! Brauchen wir Waffenteile? Die Axt ist, glaube ich, nur zum. Achso, genau, stimmt, die Axt. Ich brauche gar nicht die Dinge zu ausbauen. Ich kann die Axt benutzen. Dass dann eine Axt ist, ich kann sie sowohl benutzen, um die Möbel auseinanderzubauen, als auch als Nahkampfwaffe. Das heißt also, entweder mit dem Messer oder mit der Axt kann ich so eine kleine Stealth-Aktion durchführen. Aber, wäre halt auch irgendwie gut, man hätte einen, der sich gut mit sowas auskennt. Wobei das Schleichen von Arika vielleicht ja auch heißen kann, dass sie noch mehr kann. So, dazu brauchen wir Waffenteile. Wir können jetzt aber auch endlich, das Messer können wir gerade eben schon bauen, aber eine Schusswaffe bauen. Dazu brauchen wir aber so eine beschädigte Pistole und, eine Schrotflinte, die ist richtig gut. Brauchen dazu aber auch eine kaputte Schrotflinte und viele Waffenteile. Oder einen Helm. Können wir nicht bauen. Das Sägeblatt können wir nicht bauen. Schande, Schande, Schande. Na gut, ist so wie es ist. Kochen wir noch was zu essen. Ne.
So, die Lebendfalle müssen wir dann auch wieder besetzen. Damit was zu essen. Aber mit den Lebensmitteln kommen wir im Moment hier ganz gut hin. Wir könnten uns als nächstes überlegen. Ist immer noch traurig. Was ist denn, sagt denn ihre Biografie? Ohne ein Wort zu sagen, hob er mich hoch und machte sich auf den Weg. Die ganze Nacht hindurch marschierte er so. Grimmig, entschlossen, schweigend. Die Sonne ging auf und er marschierte immer noch. Woher nahm er überhaupt die Kraft dafür? Keine Ahnung. Aber er trug mich den ganzen Weg bis nach Pogoren. Sobald wir ankamen, ist er zu Boden gestürzt und gestorben. War es das wert? Verdammte Gangster, wenn sie noch einmal kommen, sind sie tot. Okay, sie hat jetzt kein Wort darüber verloren, dass wir geholfen haben. Hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Filtersystem können wir uns nicht bauen im Moment. Rest auch nicht. Aber Rest wollen wir auch nicht unbedingt bauen. Dann ist sie hungrig, das heißt, sie holt sich erstmal kurz was zu essen. Und na, dann können wir sie schlafen gehen. Deine Biografie. Banditen haben einen Großteil unserer Vorräte gestohlen. Wir können nicht zulassen, dass sie uns ausrauben. Ja, was soll man machen, ne? Also man kann natürlich versuchen, diese zweite Stufe der Metallwerkstatt früher auszubauen, um an Waffen ranzukommen. Aber ihr habt es ja gesehen, wir haben eigentlich nie Freiheiten gehabt, die Baustoffe dafür einzusetzen. Sonst hätte ich sie auch gerne gemacht. Ich hätte ja auch gerne Axt. Oder Schrotflinten. Oder ein Sägeblatt. Es ist, wie es ist. So, Arika ist immer noch müde. Lassen wir sie einfach die Nacht ruhig durchschlafen. Wir haben noch eine Baustelle gefunden. Da gibt es eine große Menge Materialien. Im Moment brauche ich aber eigentlich wieder Lebensmittel, aber es ist auch eine große Menge Waffen. Es sollte ein luxuriöses Wohngebiet entstehen und die Nachfrage nach Wohnungen war groß, doch als der Krieg begann, sind die Bauunternehmer ins Ausland geflüchtet. Kürzlich hat das Militär die Kontrolle über diese Gegend den Rebellen entrissen. Wir könnten das, was die Rebellen zurückgelassen haben, plündern, jedoch besteht die Möglichkeit, dass wir auf Militärpatrouillen stoßen. Klingt jetzt mehr nach einem Job für Arika. Was soll ich mit dem Doppelhaus? Die eine Hälfte ist eine Ruine. In der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil gefahrlos nach vorhin besuchen. Vom bewohnten Teil sollten wir uns jedoch besser fernhalten. Es sei denn, wir sind verzweifelt. Ich glaube, sie haben gerade das Zauberwort gesagt. Gut. In einigen Geschichten kann man auch im Haus schon direkt ein Messer finden. Das schreit natürlich gerade, die Zerstörung ist unvorstellbar. Es kommt einem Wunder gleich, dass der Rest noch steht. Ja, stimmt. So, und in dem Teil leben die Leute anscheinend. Da geht auch irgendwo gerade eine Tür auf. Wo war ich noch? Genau. Also in einigen Geschichten beginnt man auch direkt mit einer Waffe. Wenn wir ein bisschen Glück haben, finden wir vielleicht ja auch irgendwo noch ein Messer. Das Problem ist halt immer, gehe ich auf diese Idee, die könnten feindselig sein, in irgendeiner Form wirklich ein und ich... Oh, da ist ein Typ. Da komme ich also gerade nicht so gut hin. Gehen wir einmal einen Stock weg. Ja. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf, Petra. Ist das der Garten? Wahrscheinlich. Da irgendwo. Oh. Okay.
Ist von der anderen Seite aus verbarrikadiert. Waffenteile. Ich sag mal, Säge incoming. So, Holz könnten wir noch ein bisschen vielleicht gebrauchen. Noch hoch. Vielleicht finden wir da oben ja ein Scharfschützengewehr. Nein, keine Sorge, das gibt es gar nicht. Aber schlecht wäre es trotzdem nicht anzufinden. Oder ein Bedrope. So, wenn ich gleich Werkzeuge bauen will, brauche ich da eigentlich ja gar nicht so viel. Ich überlege, wofür ich Holz gebrauchen könnte. Ich brauche es aber definitiv, um Lebensmittel zuzubereiten, deswegen... Oh, nehme ich mir davon was mit. Ja, ein Bedrope hier rüber wäre super. Hätte ich nehmen. Mal gucken, dass hier keiner gleich mal rausguckt. Können wir anscheinend auch handeln. Ah, gut. Das Schöne an Händlern auf solchen Plünderaktionen ist halt, wir können plündern und eventuell haben wir Glück und finden irgendwas, was wir dann direkt... Ah, die Trier. Was wir dann direkt verhandeln können. So, hier geht's auch noch weiter. Und dann könnte man dort nämlich den, die gegnerischen Räumlichkeiten der anderen infiltrieren. In der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Brauchen wir alles nicht. Aber da brauchen wir halt, müssen wir zwei Häufchen aus dem Weg räumen. Sprich, wenn wir hier wieder hin zurück wollen, brauchen wir ein Sägeblatt. Nee, Quatsch, brauchen wir Dietriche und auch noch eine Schaufel. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt hier in die frontale Confrontation. Und schauen, was sie zum Handeln haben. Okay, wir kommen wieder. Sie handeln nur mit Holz und Waffen, den Rest wollen sie gar nicht haben. Gut, nicht interessiert. Heißt die Vane? Nee, Vanya, ich wollte gerade sagen. Wir gehen wieder. Wir haben noch Zeit, also könnten wir eigentlich versuchen, den ersten Haufen wegzuräumen. Wir können ja auf der Rücktour den Shortcut über die verbarrikadierte Tür nehmen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, den Haufen ganz wegzuräumen, der Progress bleibt, wird mitgespeichert. Das heißt also, kommen wir das nächste Mal wieder, ist der Schutthaufen auch schon deutlich geringer. Nicht, dass irgendwelche anderen Plünderer mal so nett wären, ebenfalls dran zu arbeiten. Mal schauen. Also das sind auch immens viele Räume. Ich versuche hier gerade im Dunkeln Kühlschrank auszumachen. Ich glaube, das hier ist einer. Den kann man leider auch nur über hier unten dann erreichen. Hier ist aber auch noch irgendwie... Ist das unter Wasser? Nee. Wir haben fast 2 Stunden gebraucht. Wir werden den zweiten also nicht wegräumen können. Aber wir kommen einfach wieder mit einer Schaufel und alles ist top. Ist hier nicht eine Tür gewesen? Hä? Hm, okay. Ach, da war die Tür. Ah, und das war von der anderen Seite abgeschlossen. Das war auch fiese. Na gut, ab nach Hause. Gut, wir haben keine Lebensmittel gefunden.
Das ist nicht so gut. Aber wir haben viel Baustoffe gefunden. Wir können endlich ein Sägeblatt bauen. Die Frage ist, wo wir als allererstes mit dem Sägeblatt hin sollten. Das gilt jetzt erstmal herauszufinden. Für den Ort, wo wir jetzt waren, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal einen Dietrich und eine Schaufel mitnehmen. Dann können wir auch an ihn vorbeiklettern. Und dann wird das schon vorangehen. Lebensmittel sind auch wieder vorrätig. Arika ist nicht krank, aber immer noch traurig. Aber wir kommen ganz gut durch. Ich könnte jetzt nochmal kurz einen Blick ins Radio werfen, aber das werde ich nicht tun. Denn ihr solltet ja ganz viele Videos von uns angucken. Deswegen guckt euch einfach auch die nächste Folge an, wenn es heißt Lustiges Überleben mit Orgi. In diesem Sinne noch einen ganz feinen Tag. Lass es gut gehen und nicht zu dolle. Schönen Tag noch.